Heute geht es um Lightroom und warum möglicherweise in Lightroom die Fujifilm-Filmsimulationen nicht angezeigt werden. Eine Frage, die mir von Neueinsteigern und Umsteigern immer wieder gestellt wird. Wenn in Lightroom Classic, Lightroom CC oder auch den Mobile-Versionen die Fujifilm-Simulationen nicht angezeigt werden, auch nicht nachdem ihr das allererste Mal Fujifilm RAW-Aufnahmen in Lightroom importiert habt, liegt das meistens an den Vor- bzw. Grundeinstellungen von Lightroom. Die Fujifilm-Simulationen kann man in Lightroom nachträglich ebenso ändern wie vor der Aufnahme in der Kamera. Üblicherweise ändert man das hier bei den Grundeinstellungen unter Profil. Klickt man auf die Quadrate rechts, werden alle Filmsimulationen bei Kameraanpassung angezeigt. In meinem Fall, also bei der X-T5, sind es 19 Stück. Mit einem Klick auf die dort angezeigten Previews werden diese geändert und wenn man das kleine Sternchen oben rechts aktiviert, auch als Favorit gespeichert. So kann man diese dann auch über das Pop-up-Menü links auswählen. Ebenso sei noch erwähnt, dass man die Filmsimulationen nur auf Aufnahmen, die im RAW-Format gemacht wurden, anwenden kann. Es funktioniert also nicht bei importierten JPEGs, denn hier hat man bei der Aufnahme die Filmsimulation schon eingebrannt. Wenn Lightroom richtig konfiguriert ist, werden die RAW-Aufnahmen auch mit den Filmsimulationen importiert, die man auf der Kamera eingestellt hat. Wenn euch also jetzt hier in Lightroom keine Fuji-Filmsimulationen angezeigt werden, und die Fuji RAW-Aufnahmen mit dem Adobe Standard-Profil angezeigt werden, dann liegt das an den Voreinstellungen in Lightroom. In Lightroom Classic findet man in den Voreinstellungen den Reiter Presets. Und genau hier, bei RAW Standards und Global, sollte man hier Kameraeinstellungen auswählen. Mit dieser Einstellung werden alle RAW-Aufnahmen mit den Kameraeinstellungen des jeweiligen Herstellers importiert. Hat man also auf der Kamera Classic Chrome ausgewählt, dann wird die RAW-Aufnahme auch mit diesem Profil importiert und angezeigt. Und wenn es einem dann doch nicht gefällt, kann man das dann im Entwicklungsmodus in eine andere Filmsimulation wechseln. Je nachdem, welche auf eurer Fujifilm-Kamera zur Verfügung stehen, was üblicherweise von der Sensorgeneration eurer Fuji-Kamera abhängig ist. Wer Kameras unterschiedlicher Hersteller benutzt, kann in den Voreinstellungen auch definieren, ob die Aufnahmen mit den Kameraeinstellungen des Herstellers importiert werden sollen oder ob den Aufnahmen das Adobe Standard RAW-Profil zugewiesen werden soll, was ich beispielsweise für die Sony A7 III definiert habe. In Lightroom CC bzw. der schwarzen Version von Lightroom funktioniert das Ganze ganz ähnlich, jedoch mit ein paar Einschränkungen. Denn in den Voreinstellungen können keine Importprofile bzw. Presets für unterschiedliche Kameras definiert werden. In Lightroom CC kann man also nur die Option Kameraeinstellungen auswählen. Wer viel mit dem iPad und Lightroom arbeitet, sollte das auch hier in den Voreinstellungen ändern. Aber auch hier lässt sich nur die Option Kameraeinstellungen aktivieren. Unterschiedliche Import-Presets bzw. Profile für unterschiedliche Kameras sind also nur in Lightroom Classic möglich. Wie man sehen kann, lässt sich dann auch hier anschließend alle Fujifilm-Filmsimulationen auswählen, ähnlich wie auf der Kamera. Zu guter Letzt schauen wir uns noch Lightroom auf dem Smartphone an. Auch hier kann man in den Voreinstellungen bei Import die Option Kameraeinstellungen auswählen. Somit kann man auch mit dem Smartphone Fujifilm RAW-Aufnahmen importieren und hat dann auch hier alle Fujifilm-Simulationen zur Verfügung, die es auf der Kamera gibt bzw. mit der die Aufnahmen gemacht wurden. Im Übrigen ist das ein super Reisesetup. Wer genügend freien Speicher auf dem Smartphone hat, kann auf Reisen alle Aufnahmen direkt aus der Kamera in Lightroom auf dem Smartphone sichern. Und wer möchte, kann diese dann auch gleich bearbeiten. Ich persönlich nutze dieses Setup sehr gerne, wenn wir auf Reisen sind, wo man nicht viel mitnehmen möchte oder kann. So, das war's für heute. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt mir gerne in die Kommentare. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.